Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Blood Bowl 2, meine lieben Ball- und Blutsportler da draußen. Wir spielen heute wieder in der DWBL. Heute heißt es Orks gegen Zwerge oder Zwerge gegen Orks. Mein Gegenspieler ist der Puroli. Grüß dich. Hallo. So, und jetzt können wir loslegen. Für alle auf YouTube, ich habe das tatsächlich verkackt. Wir sind nämlich schon längst im Stream. Hab schon anmoderiert, aber hab völlig vergessen, auf Aufnahme zu drücken. So, dann begrüße ich auch hier gerade nochmal alle Leute hier im Chat. Ich begrüße Eisel Liesel, sowie auch Levis Tier, dann der imperiale Saarländer hostet mich. Grüß dich und Dankeschön. Hallöchen, Kaiser Nico. Thor ist da und ich werde versuchen, die Orks platt zu machen. Werden wir ja sehen, ob das klappt. Schnalli ist da, Grim Reaper ist da, Leif Bjarnsson. Dann sehe ich hier Goraf, Kentendar, AT. Den Namen kann ich wieder nicht lesen, weil es dunkel ist. Azent, grüß dich! Dark Walker, Funflame und wahrscheinlich auch noch einige, die einfach nur zuschauen. Okay, ja, ich habe einen Reisenden. Und was hast du? Wahrscheinlich nichts. Wir können einfach loslegen und die Würfel entscheiden lassen. Dankeschön, Tyrion Gaming, und grüß dich ebenfalls. So, dala. Für alle, die sich auf YouTube interessieren, falls ihr das mal sehen wollen, es wird auf meinen Social-Media-Kanälen und auf meinem Discord mehr oder weniger angekündigt, wenn ich streame. Das sind meistens relativ spontane Streams. Manchmal sind es ein paar Tage vorher schon mir bekannt, aber ja, es kann auch sein, wie es heute zum Beispiel der Fall ist, dass es zu einer Verschiebung kommt. Ursprünglich war das Spiel auf morgen Dienstag geplant. Also aus meiner Sicht Dienstag, und ja, heute spielen wir es halt dann doch am Montag, weil morgen jetzt dann doch eher Stellaris von mir gespielt wird, wegen eines Patches. So muss man halt hin und wieder mal hin und her schieben. Ja, ja, in Carrick. Ich bin zu doof, jetzt hast du mich verwirrt, Grim Reaper. Grim Reaper hat Carrick Akazek geschrieben. Carrick, genau, so macht das Sinn. Ich habe mich gehört, das Z kam mir gerade eben irgendwie falsch vor. Okay, ich gehe in die Verteidigung. Das heißt, jetzt muss halt ich erstmal aufstellen. Stelle ich mal meine Jungs jetzt hier erstmal weiter hin. Der ist ja eigentlich schon ganz gut da. So, dich muss ich hier sichern. Hä? Ah, okay, nee, so macht das Sinn. So, du musst da hin. Ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich jetzt die Leute hier ranbringe. Um mir einigermaßen eine gute Raumdeckung hinzubekommen, weil ich ja momentan noch keine Ahnung habe, was du jetzt hier vorhast. So, ich denke, ja, ich kann eigentlich sogar noch ein bisschen weiter vorne sein. Ja, ich denke, so lassen wir es. Weitgehend. Oder? Ne, wir machen es so. Wir kommen doch jetzt eh erstmal von dir auf die 12. Thor ist aber schon sehr früh pessimistisch. Hallöchen Luxi, guten Abend. Ja, ich spiele Blood Bowl in der deutschen Wargamer Liga. Das ist eine kleine Liga, wo wir nur alle 2 Wochen einen Spieltag haben. Und alle 2 Wochen habe ich mir gesagt, das kann ich leisten. Das kriege ich zeitlich irgendwie unter. Hallöchen Chipmunk, grüße ich ebenfalls. Ja, noch läuft gar nichts. Wir haben gerade erst angefangen. Es ist doch zum Glück noch kein Würfel gefallen, von dem ich wüsste. Ja, mal schauen, ob wir grün heute möbeln. Das kommt total drauf an, was da jetzt passiert. Du hast die interessante Art aufzustellen, wenn ich das mal so sagen darf. Wow, wir verlieren gleich mal einen Zug, ey. Und der Ball ist komplett hinten. Ah, du hast nicht mal einen Werfer. Okay. Das ist spannend. Ich wollte gerade schon wieder sagen, Rüstungsbruch, aber in der letzten Sekunde habe ich gesagt, nee, doch nicht.
Ja, du machst es auf jeden Fall schon mal sehr clever. Du machst es mit den Jungs, die hier blocken haben. Das ist schon mal eine gute Entscheidung eigentlich. Ach, wie süß. Einer bleibt stehen. Und jetzt mit dem Troll blitzen. Nein. Genau. Wow. Derby direkt rein da. Ui, da mag aber einer kuscheln hier. Mhm. Oh, 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 oh. Ah, was da sehr, sehr viele Defender Stumbles bis jetzt schon bekommen. Ah, Mann, oh. Aber immerhin ist es kein Rüstungsbrecher. Ja. Jawohl, der Troll, der ist wie immer toll. Ich liebe es. Okay, aber war schon mal eine weise Entscheidung, den Reroll nicht zu ziehen. Okay. Du weißt, dass der Goblin das bereuen wird. Gott sei Dank, ey. Okay, jetzt stehen wir erstmal hier ein Ründchen auf. Dann stehen wir hier ein Ründchen auf. Und wir stehen hier ein Ründchen auf. Und dann entfernen wir mal operativ hier einen Goblin. Oder auch nicht. Gehen wir auf jeden Fall mal hinterher. So viele Möglichkeiten haben wir da ja gar nicht. Was mache ich denn da jetzt am besten? Das ist natürlich jetzt ein risky Play, das so rumzumachen. Aber ich kann jetzt hier nicht zulassen, dass du jetzt hier mich straffrei möbelst. Das Leben hasst mich. Das Leben hasst mich einfach. Wenn das jetzt schon so losgeht, ey. Es ist jedes Mal das Gleiche bei diesem Spiel. Abend, Zauberer. Au. Mhm. Du hast aber auch bis jetzt jedes Mal was, was mich umhaut. Oh, das war glücklich. Boah, endlich mal. Dann wird er depressiv, wenn man diesen Zwergen zuguckt. Saarländer, das können wir gerne nachher bequatschen, wenn ich nicht mehr in der YouTube-Aufnahme bin. Merkt ihr die Frage am besten einfach. Dum, 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 dum. Ja, so gefällt mir das. So kann es weitergehen. Mit Schiebungen aller Art. Oh Mann. Nice. Ah, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Dass das jetzt auch noch hinhaut, ey. Ohne Witz. Ich bin empört, ey. Ja, du spielst deutlich besser, als es du angekündigt hattest. Ich habe nicht gesagt, dass ich schlecht bin. Ich habe nur gesagt, dass du deutlich besser spielst als ich. Das kann ich momentan noch nicht sehen. Auf jeden Fall sind die Würfel auf jeden Fall gerade auf deiner Seite. Das kann ich auf jeden Fall an der Stelle gerade eben schon mal sagen. So, jetzt gucken wir mal. Problem ist immer noch,
Naja, wir haben mehrere Probleme, halten wir das einfach mal fest. So, du gehst da nochmal daran. Dann muss ich eigentlich dich da aufstellen. Den da blitzen. Ich muss diese Mistkerle loswerden, die gehen mir total auf den Zeiger. Ja, natürlich. Der Einzige, der natürlich jetzt hier bei mir kein Tackle hat, sage ich jetzt mal, der ist natürlich derjenige, der denn jetzt hier blitzt. Und da auch noch das Ergebnis bekäme, wofür man Tackle gebraucht hätte. Na gut, fangen wir doch mal damit an. Also wenn es wieder ein Skull gekommen wäre, dann wäre ich ausgerastet, ey. Endlich darf ich mal einen Ork umhauen. Habe schon echt langsam aber sicher nicht mehr daran geglaubt, dass das technisch möglich ist. Ja, komm, dann geht's noch dahin. Diese ganzen riskanten Einwürfelblocks, die ich jetzt hier mache. So, bleib mal da oben. Das könnte klappen. Klappt auch, sehr gut. Zack. Yeah! Na also. Aber das Gemeine ist, es muss natürlich der Blödian sein, der nicht zum Team gehört. Es ist so klar. Und so klaut mir das Spiel wieder 2 SSP. Das darf doch nicht wahr sein. Zack. Na also. Hallöchen, Reichsverwalter Mason. Also hätte sie auch den Skull nehmen können, ne? Hätte sie ihn vielleicht später noch pushen können. Guten Abend, Ranger. Und Hallöchen, Seth. In die Puscheln. Haut der Goblin auch noch zu, ey. Unfassbar. Naja, was soll's. Ah, du gehst ja über die Flanke. Planst wahrscheinlich einen Pass jetzt mit deinem komischen, kleinen, miesen Goblin da. Den niemand lieb hat. Das wollte ich betont haben. Ja, da braucht der hier was zum Spielen. Dann muss ich dahin. Ja, das kann ich sogar so machen. Der Goblin muss sterben. Jetzt habe ich die Schnauze voll, ey. Das Spiel hasst mich. Danke. Das Spiel hasst mich einfach nur. Ey, Leute, das ist eins von diesen Spielen. Das ist eins von diesen Spielen. Das habe ich schon zweimal durch den Skull die Runde beendet bekommen. Und das sind gerade mal drei Turns bis jetzt gewesen. Unfassbar, was dieses Spiel hier schon wieder mit mir macht. Und ich weiß, man hätte den Reroll nicht nehmen sollen, ist mir klar. Ich wollte aber! Manche Dinge ändern sich nie, ne? Glaube ich auch, Ketten da.
Richtig so, Grim Reaper, zertrümmere die Würfel, die haben's verdient. Eieiei. Autsch. Wie diese Orks halt einfach hier wie so eine Gewitterwolke über mich drüber ziehen, ey, das sieht man auch selten, finde ich jetzt persönlich. Aber wenn halt jedes Mal ein Power und Defender Stumble dabei ist, braucht man sich nicht wundern. Das ist seine Maus, glaube ich, die ganze Zeit klackt. Ja, das ist meine. Ich habe eine laute Maus. Man hört das auch, wenn ich schreibe mit der Tastatur. Dann liegt es eher an deinem Mikrofon, dann ist das so empfindlich eingestellt. Das kann ich gleich zurückstellen, warte, wenn du dran bist. Okay. So viel zum Thema Paus, wisst ihr? Just saying, what the fuck? Nein, du. Oh, komm, ey, die Kameraführung in dem Spiel ist so grottig. Ich hätte beinahe hier doppelt geklickt und dann wär's schon wieder vorbei gewesen, Leute. Einfach nur, weil das Spiel ein Arschloch ist. Na gut, komm, stell dich auch auf. Du hast eigentlich jetzt nur die Gelegenheit, das da jetzt zu machen. Den da weghauen wird tendenziell nicht passieren. Ich mache jetzt erstmal. Eigentlich muss ich erst das da machen. Vielleicht kriege ich ja auch mal einen Pau. Nee, ich krieg keinen Pau. Ich krieg aber wieder einen Skull. Das Spiel hat einen Knall, ey. Tja. Es ist zum Mäusemelken. Dieses Spiel will einfach nicht, dass ich irgendetwas tun darf. Wow, ich darf den mal hinlegen. Episch. Ich probiere mein Glück. Dodgende Zwerge. So. Ja, ist ambitioniert. Nee. Da war der Rüstungsbringer. Die Kamera ist auch bestochen, ja. Da will einer mit dem Stallen anfangen, okay. Nee, ich hätte GoForWards gehen müssen, um in die Endzone zu kommen. Ach so. Okay. Zwei Stück. Und das will ich lieber nicht riskieren. Okay. Das ist jetzt ein ziemlich schnelles Spiel. Bin selber überrascht, wie schnell das geht. Aber du bist am Anfang auch echt wie so ein. Keine Ahnung, wie so eine Walze über diese Zwerge drüber. Unfassbar. Lebt man nicht alle Tage. Ey, da ist jedes Mal. Ich habe bei dir kaum Pushs gesehen bis jetzt. Das ist der Hammer. Und du hast schon eine ganze Menge an Blockwürfeln geworfen. Naja, immerhin funktioniert das nicht. Aber du könntest auch endlich mal einen Pasch würfeln bei diesen ganzen Dingensaktionen. Fände ich eigentlich ganz gut. Da, es kommt auch noch ein paar. Oh, also. Jetzt entwickle ich wieder den alten Hass auf dieses Spiel. Ohne Witz, ich entwickle diesen alten Hass gerade eben. Das gibt's doch einfach nicht. Ja, Ketten da, genau. Pow after pow.
Dagegen kannst du halt überhaupt nichts machen. Da kannst du der weltbeste Spieler sein. Wenn du die ganze Zeit nur gepaut wirst, da machst du einfach nichts. Da ist überhaupt kein RNG bis jetzt in dem Spiel. Nicht der geringste. Unfassbar. Ja. Ja, genau. Selbst mit Elfen würde ich da zweimal drüber nachdenken. Tja. Versuche das zu tun, was ich tun kann. In der Hoffnung, dass ich deinen Troll töten darf. Natürlich nicht. Also die Momente, wo ich mal was tun darf, dann merke ich, ja, ich spiele tatsächlich. Da war der Nächste, wisst ihr. Da war der Nächste. Echt unfassbar, ey. Wow, ich darf ihn hauen. So. Nice. Leute, ich habe zum ersten Mal gespielt. Cool, oder? So fühlt sich das also an. Tja. Gehen wir mal da weg. Okay. Den Eindruck habe ich bei dem Spiel auch. Umso mehr meckern, desto mehr Glück. Ich möchte einmal sehen, dass da mal nicht was Gelbes dabei ist. Es ist unfassbar. Also die Statistik am Ende des Spiels, auf die bin ich mehr als gespannt. Also bis jetzt ist die ja völlig für die Füße. Die existiert ja de facto gar nicht. Das sind ja zwei Balken und der Rest ist so ein Spurenelement. Tja, da geht's schon wieder weiter, ey. Klar. War ja auch nur eine Frage der Zeit, bis statistisch da mal so ein Scheiß passiert. Das ist ja nur eine Frage der Zeit bei diesen vielen gelben Scheißdingern. Unglaublich. Boah, ich hoffe jetzt bloß, dass ich irgendetwas machen kann. Muss ich hier irgendwas Kleines hier noch umzubringen. So, das war die erste Amtshandlung. Du stehst einfach mal auf. Na, ich krieg halt einfach keinen weiteren Würfel, das ist das Problem. Aber dann kann ich auch direkt schon aufstehen. Der Ball ist mir jetzt egal. Na also. Natürlich geht da keine Rüstung durch, weil es genau um eins nicht reicht. Warum sollte das auch funktionieren? Wollte gerade schon sagen, komm, gib mir den nächsten Skull. Bin's ja schon gewöhnt. Ja,
Ja, ist mir egal jetzt, ey. Was soll ich denn machen? Ich will bloß nicht rausgehauen werden, dann bekomme ich nämlich einen mit plus 1. Rein statistisch gesehen sind diese blauen Schiebepfeile, die wir gerade eben mal so probeweise gesehen haben, doppelt so oft vorhanden wie alle anderen. Ich zweifle das an. Gratulation. Danke. Aber das musst du doch zugeben. Also das war jetzt gerade eben eine Runde, die konnte man nicht verlieren. Habe ich öfters. Oh je. Yeah. Das füttert jetzt wieder diese These, die ich habe, dass es manche Mannschaften und manche Spieler gibt, die einfach in dem Spiel einen RNG haben, den sonst keiner hat. Also den man auch nicht ändern kann. Der einfach quasi aus irgendeinem Grund im Quellcode des Spielers oder der Mannschaft drin steckt. Das sehe ich auch so, AT. Tja, mega geil. Also am Ende war es dann doch so, dass weniger Turns schon mal schlecht für mich war. Weil dadurch konnte ich auch gerade eben gar nicht mehr versuchen, überhaupt irgendwo hinzurennen. Ne? Ist geil, ey. Also das ist einer der frustrierendsten und wie ich auch nach wie vor finde, einer der größten Nachteile an Blood Bowl. Dass es dich so frustrieren kann. Da ist Blood Bowl sich selber der schlimmste Feind, der es sein kann. So. Ja, ich krieg hier sowieso keinen Dingens hin. One-Turner mit Zwergen. Nie und nimmer. Also gut. Dann legen wir mal los. Ach nein, ich will es nicht speichern. Genau das, was ich jetzt versuche. Darkwalker. So. Fangen wir mal damit an. Mhm. Krieg ich wieder diese ganzen Schiebungen wetten. Ah, ja, die Hälfte davon war schon mal eine Schiebung. Okay, das haut sogar hin gerade eben. Mhm. War klar. Immerhin darf ich noch hinklatschen. Aber hier passiert halt original nichts, ne? Okay, jetzt kommt der große Moment, wo wahrscheinlich alles schief geht. Zwergenpässe. Oh Gott. Ja, dann mache ich lieber erstmal den SSP Darkwalker, aber auch den darf ich ja nicht mal bekommen. Wenn man mir zuguckt, das ist keine Werbung für dieses Spiel. Definitiv nicht. Aber es liegt nicht an mir. Oh, fuck it, ey. Hallöchen, Hans. Herzlich willkommen zur zweiten Halbzeit. In der ersten hast du nicht viel verpasst, außer jeder Menge Skulls und noch mehr Bullshit für mich.
Okay. Der Plan ist, wir juggernauten die jetzt hier zusammen. Keine Ahnung, ja. Mal schauen. Nur nichts sagen. Hey, cool. Ich habe übrigens keine Ahnung, warum du dich so aufgestellt hast. Sag mal. Jetzt geht's ja aber los. Das ist eine asymmetrische Verteidigungsform, um den Gegner zu verwehren. Ich hoffe, Nö, du du bist hättest. verwehrt. Du, nö, überhaupt nicht. Du hättest es mir tatsächlich deutlich schwerer machen können. Okay. Aber Wenn so. du meinst, wollen wir mal schauen, wie die Würfelergebnisse gleich werden. Um. Und folgen. Und boom. So, dann gucken wir mal. Ja, der muss eigentlich weg. Also, und boom. Das war der erste Streich. Dahin. Bis dahin. 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 Jetzt will ich mal einen Goblin sterben sehen. Deine Goblins werden echt lästig, weißt du das? Dafür habe ich sie. Ja, jetzt kann ich nur hoffen, dass das klappt, ey. Hallo, Busaushederchen, danke schön für deinen Resub im 12. Monat. Zu dem Moment, wo das Spiel mal wieder beweist, wie sehr es mich hasst. Oh, Mann. Das ist echt nicht zu fassen, ey. Ja, der Pickup war egal, bloß ich hätte ihn gerne schon hinter mich gebracht gehabt. Das ist der Punkt. Wenn ich den Ball in der Hand habe, bin ich deutlich freier. Na also, passiert endlich mal was Negatives für dich. Unfassbar. Was für ein heilloses Durcheinander hier.
Okay, die da drüben sind raus. Das hier ist nicht so geil. Eine gute Idee. Geh dahin. Holen wir uns mal eine bessere Chance. Also. Yes! Ein Problem weniger. Dinge, die ich genießen kann. Ja. Dann stelle ich dich noch dahin. Jetzt dreht sich das Spiel! Du kannst ihn nicht retten? Ich habe keinen Apotheker. Okay. Ja gut, dann hat sich dieses Spiel offiziell jetzt gerade eben gedreht, würde ich mal behaupten. Ich habe gehofft, mit der 9er Rüstung auf eine 10 plus stirbt mir keiner, aber jetzt. Ah, da kennst du. Dann hast du kein einziges meiner Teenage Mutant Paper Orcs Spiele gesehen in der Writing Bull Liga. Da weißt du, Orks sind nichts anderes als Waldelfen in Fettsuits und genauso elegant. Oh Mann, oh Mann. Wow, ich habe einen Ball. Ich wusste gar nicht, dass es das legal ist, dass ich einen Ball bekomme. Box, dann. Nee, ich glaube, ich gehe doch tatsächlich dahin. Eieiei. Okay, dass jetzt hier zwei von den Schwarzorks raus sind, das hilft natürlich. Spielst jetzt ernsthaft eine Zwei-Linien-Verteidigung? Okay. Ist das falsch? Nein, nein, das wundert mich nur. Das kenne ich nur von Elfen. Ich habe gehört, dass man damit Zwerge ausbremsen kann. Man kann damit alles ausbremsen. Siehst du? Und das ist doch mein Ziel. Oder das sollte mein Ziel sein. Ich halte es nur für unüblich. Es ist auch unüblich, dass man mit Troll und mit Goblins spielt. Also mein kompletter Spielstil ist eigentlich normalerweise Und unüblich. da geht der nächste down, nächste down, nächste down. Und da geht der nächste down. Ich freue mich sehr. So. Ja, das ist jetzt hier so der Moment, wo ich mal Kargentreus behaupten möchte, dass ich den Troll hier einen Freund schicke. Und Dankeschön an Ullerchen für den Resub. 18 Monate schon. Oh Mann. Dankeschön. Ich mach das jetzt tatsächlich. Der ist ja ohnehin langsam wie die Hölle. Mach das absichtlich jetzt so. Dann kann ich den hier vielleicht gleich noch wegboxen. Okay. Wichtige Dinge und so. Der Typ kann gar nichts.
Also. Muss ich halt dummerweise da stehen bleiben. Gut so. Boah, der Typ ist aber auch schon ein Brutalo, oder? Selten so einen guten Auswechselspieler gehabt. Ja, ich muss jetzt mal das Unentschieden sichern, das ist richtig. Das ist halt am Anfang mit Zwergen verdammt schwer. Vor allem, wenn du so geroffelstompt wirst wie in der ersten Halbzeit wie ich. Also das war schon mehr als grenzwertig. Nice. Da hat ihn das Glück verlassen. Oh, da verlässt sich jetzt einer auf den Troll. Das finde ich toll. Da passieren immer so interessante Dinge. Schiebung. Schiebung. Ah, du hast jetzt die blauen Pfeile auch gefunden. Finde ich nett von dir. So, tipp, 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 tipp. Okay, dann gehen wir mal dahin. Und wieder dahin. Und dann boxen wir uns hoffentlich da durch. Okay, nett. Also ich sag's mal so, ich kann mit leben. Spiele, würdest du mal bitte mit Scheiß aufhören? Dankeschön. Jetzt mache ich mal einen Reroll, ey, jetzt habe ich die Schnauze voll. Na also. Na also, raus mit dem Mistvieh! So gehört sich das! Okay, also ich würde mal sagen, momentan sind wir jetzt ja schon langsam aber sicher in einer Dominanzphase angekommen. Aber ich kann tatsächlich keinen Meter machen. Wäre aber besser. Hi Pinsi, grüß dich.
denn diese lustigen, völlig unwichtigen Pusher hier? Was war denn das jetzt? Willst du den Goblin jetzt werfen? Okay. Ja, ich weiß, dass das geht. Hast du schön geworfen. ja, Gott sei Dank. Das war jetzt gerade eben so die Verzweiflungsaktion. Ich sehe schon. Nachdem mir zwei Schwarzorks rausgeflogen sind, bin ich gerade so ein bisschen... Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ja, ich weiß. Würde ich jetzt auch nicht mehr unbedingt so wissen. Aber ich finde es mehr als gerechtfertigt, dass das passiert ist, nachdem was in der ersten Halbzeit passiert ist. Ich finde es mehr als gerechtfertigt. Okay. Dann sorge ich mal dafür, dass die hier nirgendwo hingehen. Ja, muss ich sogar... Ah, der Typ da drüben macht mir Sorgen. Okay, wie weit kannst du laufen? Du kommst bis da, du kannst also eins. In der gehen, der kommt schon ordentlich weit. Dann stelle ich den jetzt hier einfach mal jetzt ihm hier ins Gesicht. Dann kann ich das nämlich tatsächlich so machen. Mhm. Schade. Ich hätte gedacht, ich könnte mehr machen. Ja, den lasse ich da stehen. Hey Devil, grüß dich. Und Fake ebenfalls. Guten Abend. Nach dem Spiel spiele ich übrigens Warhammer mit den Tiermenschen weiter. Also für die Stream-Zuschauer. Erkläre ich nachher, Feke. Ich hab's vorhin schon mal erklärt. Oh, schade. Haust sie wieder um. Der arme AT. Ist halt voll all in YOLO jetzt, ne? Dankeschön, Noxatu, für den Resub. 22 Monate schon. Und guten Abend. Dankeschön. Vielen lieben Dank.
Naja, näher ran kommst du nicht. Ich hab das mir schon so gedacht, wie ich die Jungs da aufgestellt habe. Nee, ich hab gerade gesehen, du bist nirgendwo Tackle da. Ich kann also mit einem. Also, Red Dice muss ich riskieren, aber der Dodge am Ende kann ich mit Ausweichen sogar noch. Ja, schon klar, aber das ist schon eine Menge gewürfelt jetzt hier. Siehst du, was ich meine? Das ist ein Go for it, das ist eine 1/6. Da hast du von auch die ganze Zeit One Dice gewürfelt. Und das da bitte. Ja, aber das Wichtige war, dass du jetzt hier nicht mehr rerollen konntest. Das war das Entscheidende. Ah, sehr schön. Oh. Ja. Ich fange an, dieses Spiel zu mögen. Hat was. So. Jetzt gucke ich erstmal, dass ich diesen kleinen, miesen Goblin hier verarztet bekomme, sobald es geht. Boxen jetzt erstmal dahin. Ja, genau das habe ich mir nämlich so gedacht. Genau das habe ich erwartet, nichts anderes. Und tschüss. Revenge! Oder wie ich zu sagen pflege, Rache ist Blutwurst! Na also. Tackle, oh ja, bitte, bitte, bitte setzen Sie Tackle ein, ich würde mich freuen. Dong! So. Okay, damit kann man arbeiten. So, da. Ja, jetzt muss ich gucken, der kommt nicht so weit. Jetzt gehe ich erstmal dahin. Ich könnte es einen Touchdown machen, aber ganz im Ernst, ich glaube nicht, dass ich es noch schaffe, in zwei Zügen mit den Zwergen einen Touchdown zu machen. Halte ich für unwahrscheinlich. Also hauen wir lieber nochmal zu. Genau, AD. Das ist wahrscheinlich sogar sehr wahrscheinlich. Das klappt, das garantiert alles, was dieser scheiß Ork da macht. Und egal, und dann sitze ich wieder da und... Oder auch nicht. Perhaps not. Ja, das finde ich gut. Jetzt kann ich also endlich mal hier auch mal eine schöne Kiste bauen. Wir sorgen jetzt einfach nur dafür, dass jetzt hier kein Quatsch mehr passiert. Ja, war ein Versuch wert. Ah, Zwergenpower, genau, endlich mal. Da willst du gar nicht mehr ran, ich sehe schon. Ich kann jetzt bloß hoffen, dass es nochmal jetzt einen schönen Level-Up gibt. Auf die 6, okay. Ja, wohl eher nicht.
Und daher wir alle wissen, was passieren kann. Denn ich habe alle möglichen Konsequenzen in meinem Leben mehrfach in diesem Spiel ausprobiert. Werden wir jetzt nicht mehr blocken, sondern uns einfach nur über diesen freaking Touchdown freuen. So. Damit habe ich auf jeden Fall schon mal einen Level Up jetzt mir hier geholt. Ah, unentschieden. Hauptsache. So, lala. War eine schnelle Runde tatsächlich. Deine Orks, die wollen aber auch gar nicht mehr, ne? Meine Orks wollen noch einen Touchdown versuchen zu laufen. Naja, weiß schon, was du da vorhast. Du hast nämlich da so einen scheiß Goblin. Ja, und einen Troll, der den Goblin werfen kann. Weiß. Das sind so die Dinge, die ich gar nicht cool finde. Wenn ich denn meinen Luck aus der ersten Runde raushole? Nee, das ist hoffentlich endgültig im Urlaub. So ein bisschen habe ich mir noch aufbewahrt für einen One-Turner. Das hoffe ich einfach mal, dass ich das bezweifeln darf. So. Gehst du noch dahin und du noch dahin. Und du noch nach außen hin. Nee, warte mal, ich brauche eigentlich den Kollegen hier. Genau. Tackle. Okay. Muss ich bloß noch die kurz austauschen, die noch keinen SSP haben. Nur für den Fall, dass hier Leute kaputt gehen. Das will ja keiner. Okay, go. Hi X und Golma, guten Abend. Aber bist leider schon zum Ende des Spiels gekommen. Ich stream danach allerdings jetzt gleich noch Warhammer Total War mit den Tiermenschen. Und das hier kommt auf jeden Fall auch noch auf YouTube. Damit hat sich der Touch schon erledigt. Vielen Dank. Ich bin irgendwo überrascht. Ich bin tatsächlich überrascht über diesen Stand. Es war ja egal, Goblin oder Troll, aber der Goblin ist günstiger. Lol. Okay, es ist vorbei. Also ich habe das Gefühl, du hast dein gesamtes Glück in der ersten Halbzeit komplett verbrezelt für jede Menge Paus aus der Hölle. Also auf die Statistik bin ich jetzt echt gespannt. Golma, ja, ich bin in der... Lol, geil, das Spiel hasst mich. ich könnte mir den jetzt holen, aber ich möchte nicht. In der DWBL, in der deutschen Wargamer Liga aktiv. Ich weiß gar nicht, wer ist ein Offizieller da? Ist vielleicht Taktikfuchs da oder so? Oder irgendjemand, der noch spielt, der ein bisschen mehr Ahnung da hat, also der das genau erklären. Oder vielleicht kannst du das ja erklären. Was soll ich erklären? Ja, was die Wargamer Liga ist. Ich glaube, du hast mehr Ahnung davon. Eine Blood Pool Liga vom Hobby General. Also vom genau. Hobby General ist ja auch ein YouTuber und Twitcher. Ja. Ja. Vom Taktikfuchs und vom Hobbygeneral, und da hat mich der Hobbygeneral gefragt, ob ich da mitspielen will, und habe ich gesagt, ja, können wir machen. Also eigentlich war es viel witziger, er hat mich gefragt, ob ich Blood Bowl 2 kenne. Ich würde jetzt gerne eure Gesichter sehen, wie viele von euch grinsen. Auf jeden Fall, das ist eine Liga, die eigentlich eher so locker spielt, die auch nur alle 2 Wochen einen Spieltag hat. Und da habe ich gesagt, hey, alle 2 Wochen, das kriege ich hin. Weil mein Hauptfaktor, der mich ja so gestresst hat, war immer diese wöchentlichen Spiele. Und alle 2 Wochen fand ich voll in Ordnung. Also ja, Ranger ist ja auch dabei, der kann auf jeden Fall auch Fragen beantworten. Also ja, ist halt im Grunde eine lockere Liga, ne, Ranger, oder? Ja, genau. Nein, Grim Reaper. Ich weiß beinahe, was ich hier tue. Das ist der Satz.
So, okay, wir sehen auf jeden Fall schon mal, du hast sehr wenig Rüstungsglück gehabt. Du hast zwar jede Menge Paus, glaube ich, gehabt, aber interessanterweise keinerlei Rüstungsbrecher. Ich habe 7 gehabt. Schauen wir mal, ob das realistisch ist. Bei 40 Tackles, ja, ungefähr die Hälfte dürften Rüstungsbrecher sein, wobei ich auch ein paar Einwürfelblocks gemacht habe. Maße ich mich zu dem Urteil an, dass ich Glück hatte, definitiv. Also ich kann es jetzt momentan nicht exakt festhalten, aber ich würde mal sagen, 2 Rüstungsbrecher oder ein Rüstungsbrecher weniger wäre der realistischere Wert, währenddessen du unglaubliches Pech in dem Bereich gehabt hast, wofür ich sehr dankbar bin, Naffel. Ich werde dich diese Woche auch wieder nicht anbeten. So, dann gucken wir mal die SSP an. Es waren 10 für uns und 10 für dich, damit kann man leben. Und jetzt kommt die alles entscheidende Statistik. Ich habe sehr viele Einser gehabt. Das war wahrscheinlich auch der Grund, weswegen ich so wenig Rüstungsbrecher hatte. Denn die würfelt man ja selbst, bekanntlich. Wenig da oben kann man also tatsächlich in dem Fall als positiv erachten. Also da waren die negativ. Also wenn ich jetzt Elfen gespielt hätte, wäre das der Tod gewesen. Aber zum Glück spiele ich als Zwerge. Da ist das also alles halb so schlimm. Gucken wir uns mal die Blockwürfel auf meiner Seite an. Ja, da waren eine Menge Schieber. Da war, also gut, ich habe jetzt hier, wenn man das hier rüber münzt, kann ich die 7 Stück darüber, 15, dann sind wir hier bei 10. Ja, aber ich kann ja eigentlich nur 3 Stück rüber münzen. Ne, 4 Stück rüber münzen, 13, 12, ja. Also ich habe, halten wir mal fest, ich habe deutlich zu viele Pushs gehabt und von allem anderen zu wenig. Das sieht man hier. Und jetzt gucken wir mal bei dir. Du hattest summa summarum sehr viele Paus. Aber am Ende waren es dann doch noch wieder viele Schieben. Aber das waren die in der zweiten Halbzeit. Da hast du das alles wieder eingeholt mit den Schieben, sodass die Statistik des Spiels mal wieder erfolgreich betrogen hat. So, und wir gucken uns mal deine Sechser an. Ja, da waren sehr viele hohe Würfel dabei. Jede Menge Fünfer und Sechser. Und das hat dir bei den Rüstungsbrechern unter Umständen vielleicht bei diesem einen Schwarzorg das Genick gebrochen. Siehst du das genauso? Ja. Gut, dann sind wir uns einig. Okay, dann gucken wir mal. Jemand musste, glaube ich, das Spiel noch bestätigen. Denn ich hätte, glaube ich, theoretisch 2 Levelers. Aber jetzt weiß ich nicht, ob der Taktikfuchs gerade eben anwesend ist. Wenn nicht, dann können wir das halt heute nicht machen. Aber was ich schon mal gucken kann, ist schauen, wer mein nächster Gegner Reno ist. Und das wäre dann an Spieltag Nummer 3. Breathing Death. Das klingt ja schon mal vielversprechend. Breathing Death, das sind Untote von Canis Lupus. Canis Lupus, den Namen kenne ich doch. Das heißt, dass ich schon mal gegen den gespielt habe? Oder dass ich schon mal irgendwie ein Finale von ihm kommentiert habe? Also er kommt mir bekannt vor. Das hier ist also seine Mannschaft. Wir wissen allerdings nicht, Moment, wie viele Spieltage hat der denn schon? Hat der schon gespielt? Oder doch gerade eben nochmal. Das würde mich interessieren. Spielplan. Ja, der hat schon gespielt tatsächlich. Das heißt, das ist die Mannschaft, gegen die wir antreten werden, meine Damen und Herren. Das ist die Mannschaft, gegen die wir antreten werden. Zumindest, ja, er hat auch nicht wirklich viel Geld. Er könnte sich höchstens nochmal einen Zombie holen. Also ihm fehlt ein Ghoul. Das finde ich cool. Hat zwar immer noch 3, aber einer davon hat eine Rüstung down. Oh, da freuen sich meine langen Bärte mit Tackle. Freuen die sich. Ja, ich muss den Mumien halt aus dem Weg gehen. Naja, wir wissen, was auf jeden Fall dann in den nächsten 2 Wochen irgendwann mal auf uns zukommt. Ich bedanke mich an der Stelle jetzt einfach mal für alle, die zugeschaut haben. Sowohl auf Twitch als auch auf YouTube. Auf Twitch geht's jetzt gleich weiter mit Total War Warhammer 2 und auf meinem YouTube-Kanal ja sowieso, das wisst ihr. So, ich verabschiede mich an der Stelle von euch. Also nur auf Twitch, Entschuldigung, nur auf YouTube und natürlich auch von einem Gegenspieler, dem lieben Pulori. Danke fürs Spiel. Danke, tschüss. Tschüss.